Hass auf Heimat. Die rechte Opposition der DDR. Feature von Axel Reitl. Es ist ein Herbsttag, der 17. Oktober 1987. Ein Sonnabend. Schon seit Wochen gibt es das Gerücht im Prenzlauer Berg, in der Zionskirche soll die Westberliner Band Element of Crime spielen. 15 Plakate und Mund-zu-Mund-Propaganda reichen aus, um die Kirche bis auf den letzten Platz zu füllen. Etwa 2000 Leute sind gekommen. Punks, Mütter mit ihren Kindern, Aktivisten der Umweltbibliothek. Ganz normale Leute aus der Gegend. Zur gleichen Zeit findet in der HO-Gaststätte Sputnik in der Greifswalder Straße eine Geburtstagsparty statt. Eine Skinhead-Truppe feiert und säuft schon seit Nachmittag. Alles ist billig, Bier, Schnaps und alle sind betrunken. In der Zionskirche werden die Besucher eingelassen. Es herrscht absolutes Rauchverbot. Das ist die größte Sorge der Veranstalter. Der Auftritt von zwei Bands ist geplant. Zuerst die Firma, dann Element of Crime. Dirk Molt gehört zu den Ordnern und steht am Eingang. Die Vorbereitung war so, dass eigentlich nur die Band Element of Crime spielen sollte. Es hat aber nicht mit der Anlage geklappt. Deswegen hat sich Silvio Meyer, der das organisiert hat, damals an die Firma gewandt, hat gesagt, könnt ihr euch vorstellen, eure Anlage mit aufzustellen, auf der die denn spielen können. Und dann haben die gesagt, gut, okay, machen wir gerne, aber wir wollen auch spielen. Und dann haben wir eben gesagt, gut, okay, also was soll's, spielen die eben auch. Um kein Aufsehen zu erregen, reisen die Musiker der Band Element of Crime mit einem ganz normalen Touristenvisum ein. Eine Reise mit Instrumenten wäre zu auffällig gewesen. Sven Regener hat nur das Mundstück seiner Trompete dabei. Für die Band aus dem Westen ist dieses Konzert etwas Besonderes. Sie sind beeindruckt von der Zuschauerzahl in der Kirche, in der die Menschen fast an der Kanzel hängen. Also war für uns natürlich eine völlig seltsame Welt. Das war so, wie wenn man so auf den Mars kommt oder so. Wir hatten immer gedacht, naja gut, wir leben irgendwie in derselben Stadt, aber die andere Hälfte haben wir ja nie gekannt. Und dann waren wir plötzlich da und lernten plötzlich diese Leute kennen und stellten fest, die sind gar nicht so anders drauf oder so. Am Zionskirchplatz sah das fast so aus wie im Kreuzberg oder so. Im Sputnik ist Verstärkung aus dem Westen eingetroffen. Gemeinsam schütten sich die Skinheads die Rübe voll und sinnen auf Rache für eine am Abend zuvor verlorene Schlacht. Und irgendwann abends kamen die Ostkreuzer an. Und die haben uns erzählt, pass auf Leute, wir hatten gestern, also am 16., hört ihr, Theater am Haus der jungen Talente mit der ganzen Horde Zecken. Die haben gesagt, wenn wir was wollen, dann sollen wir doch heute zur Zionskirche kommen. Mit dem Alkoholpegel steigt die Wut und der Drang zur Tat. Mit dem Konzert in der Zionskirche scheint sich sofort eine gute Gelegenheit zu bieten. Eine Kirche voller Punks. In der Zionskirche läuft das Konzert. Die Musiker von Element of Crime spielen auf geliehenen Instrumenten zur Freude ihrer ostdeutschen Fans, die teilweise textsicher die Titel mitsingen. Die Ordner in der Kirche haben ihre Mühe, den Platz vor dem Altar freizuhalten. Es gibt großen Beifall. Nach dem Ende des Konzerts will niemand nach Hause gehen. In der Kneipe in der Greifswalder Straße geht der selbsternannte Sturmbannführer von Tisch zu Tisch und trommelt seine Leute für den Angriff zusammen. Etwa 30 Skinheads machen sich auf den Weg in Richtung Zionskirche. Bewaffnet mit Fahrradketten und Fenstergriffen als Schlagringe. Die ersten Besucher verlassen die Kirche. Der 23-jährige Dirk Molt steht mit dem Klingelbeutel in der Hand an der Kirchentür, um Spenden zu sammeln. Die Lage scheint ruhig. Schon am Vorabend, als diese Veranstaltung stattfand, gab es diese typischen Begleitungen durch das MFS, Begleitungen in Gänsefüßchen, dass eben Mannschaftswagen irgendwo rumstanden, ein paar Straßen weiter. Das kannte man auch von anderen Veranstaltungen, die in der Kirche organisiert worden waren. Es war was ganz Vertrautes. Krankenwagen standen auch da, ein oder zwei. Das heißt also, das MFS hat sich von sich aus auch darauf vorbereitet. Bereits während der Straßenbahnfahrt wird ein Mann zusammengeschlagen. Dann wird die Kirche gestürmt. Etwa 30 Hooligans versuchen keilförmig zum Altar vorzudringen, schlagen mit Gegenständen auf Konzertgäste ein und brüllen »Juden raus aus deutschen Kirchen«, »Kommunistenschweine« und »Sieg Heil«. Es gibt ein heilloses Durcheinander. Die Punks beginnen sich zu wehren. Die Musiker sind beim Instrumentenabbau und teilweise hinter der Bühne. Zuerst glauben einige Besucher an einen vorher befürchteten Einsatz der Volkspolizei. Doch im Gegenteil.
Von den Genossen der VP ist nichts zu sehen. Das ist selbst für den Westberliner Sven Regener verwunderlich. Ich fand es so ein bisschen seltsam, dass es so einfach ging und dass auch die Volkspolizei, die sonst immer so präsent war, die ich als präsent erlebte, also an den Grenzübergängen, es waren ja immer viele Leute in diesen Uniformen, dass dir da gar nichts passierte von denen aus. Nicht? Der Skandal war dann eigentlich gewesen, dass die Polizei das mit beobachtet hat und da nichts getan hat. Also das habe ich ja auch in meinem Artikel zitiert, dass Besucher des Konzertes sich an die Polizei gewandt haben und gebeten haben, dort irgendwas zu machen, und sie haben die Augen verschlossen, sie haben die Scheibe hochgekurbelt von ihrem Auto oder haben gar nicht erst geantwortet, und andere haben gesagt, na, würden sie da reingehen oder sowas. Also in dem Moment hat die Polizei nichts getan, die Polizei des antifaschistischen Staates. Und das war eigentlich der Skandal dabei. Und natürlich dieser Überfall an sich, weil das war eine neue Qualität. Das hat es so vorher noch nicht gegeben. In dieser Nacht entsteht das bis heute nicht widerlegte Gerücht, dass dieser Überfall auf die Kirche, in der auch die Berliner Umweltbibliothek arbeitete, wenn nicht von den Sicherheitskräften geplant, so doch von ihnen begleitet oder wenigstens tatenlos hingenommen wurde. Die Ostberliner Untergrundzeitschrift Umweltblätter berichtet in ihrer Ausgabe vom 1. September 1987. Die Situation war grotesk. Die 300 bis 400 am Ende des Konzerts noch gebliebenen Zuschauer ließen sich von 30 Glatzköpfen terrorisieren. Erst als eine kleine Anzahl von Entschlossenen massiv gegen die Skins vorging, verließen diese fluchtartig die Kirche. Um sich ihrer Niederlage zu entschädigen, mischten die Skins auf dem Rückweg den schwulen Strich an der Schönhauser Allee auf. Die sind jedenfalls schön feige und wehren sich nicht. Warum eigentlich nicht? Tatenlos stand auch die Besatzung von mehreren Polizeiwagen um die Zionskirche herum. Angeblich hatten sie keine Anweisungen. Andere wollten in so einen Haufen nicht reingehen. Der Widerstand gegen die Glatzköpfe ist vorerst vereinzelt und diskontinuierlich. Von der Polizei wurde die Bewegung von Anfang an bagatellisiert. Verurteilungen der Skins vor Gericht erfolgen in der Regel individuell, nicht wegen faschistischer Propaganda, sondern wegen Körperverletzung oder Rauditum, sodass die Skins nach einem halben Jahr wieder in Freiheit sind. Das mit den Skinheads hat mich ehrlich gesagt nicht besonders überrascht. Ich hatte nie das Gefühl, dass die DDR ein antifaschistischer Staat ist. Wenn ein Staat ja so stark in das Privatleben seiner Bürger eingreift und eigentlich jede Lebensäußerung seiner Bewohner irgendwie so sehr steuert, kann ja nicht antifaschistisch sein. Per Verfassungsdekret hatte die SED den Arbeiter- und Bauernstaat seit dem Jahre 1968 zur faschismusfreien Zone erklärt. Im Artikel 6 der Verfassung der DDR vom 7. April 1974 heißt es: Die Deutsche Demokratische Republik hat getreu den Interessen des deutschen Volkes und der internationalen Verpflichtung aller Deutschen auf ihrem Gebiet den deutschen Militarismus und Nazismus ausgerottet. Heute, wie damals, lautet der Schwur: Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Die Deutsche Demokratische Republik, sie verkörpert die Ideale des antifaschistischen Kampfes. Die Wirklichkeit in der DDR sah anders aus. Auf den Fußballplätzen, in den Kneipen der rechten Szene sind antisemitische Sprüche und Witze an der Tagesordnung. Der Angriff auf die Konzertbesucher in der Zionskirche ist nicht zu vertuschen. Am 20. Oktober meldet der RIAS: Inwieweit sich dabei Volkspolizisten am Ort des Geschehens womöglich absichtlich aus den Ereignissen herausgehalten hätten, ließ sich noch nicht verlässlich klären. Die Gemeindeleitung konnte vorerst Meldungen nicht bestätigen, wonach Ordnungskräfte dem Ablauf lediglich zugesehen haben sollen. Die Nachrichtenwelle schwappt zurück in den Osten. Das Regime gerät unter Zugzwang. Die Berliner Wochenpost kommentiert den Vorgang mit einem für die damaligen Verhältnisse typisch vorsichtigen Hinweis auf das Versagen der viel gepriesenen antifaschistischen Erziehung in der DDR. Die fünf Jugendlichen wuchsen bei uns auf, in unserem Land, in dem das Andenken an die millionenfachen jüdischen und anderen Opfer der narzisstischen Barbarei und das Vermächtnis dieser Toten in Ehren gehalten werden. In dem, davon sind wir doch überzeugt, die Wurzeln des faschistischen Ungeistes gerodet werden. Die Staatssicherheit eröffnet den operativen Vorgang Konzert. Und Ende November 1987 beginnt vor dem Stadtbezirksgericht Berlin-Mitte
der Prozess gegen vier Hauptangeklagte. Man hat es ja zuerst gar nicht zur Kenntnis genommen, dass es Neonazis waren, auch in dem Prozess nicht. Da ging es ja eher um Rauditum, also um Vandalismus, wenn man so will. Da hat man das so ein bisschen runtergepegelt auf das Niveau einer Wirtshausschlägerei. Und dann hat es aber sehr, sehr viele Proteste aus der Bevölkerung gegeben. Erich Mielke, der Minister für Staatssicherheit, hat die Information zwei Tage nach dem Überfall auf dem Tisch. Man sei dabei, Ursachen und Hintergründe der Vorkommnisse aufzuklären und die Identifizierung der Täter und der Motive vorzunehmen. Weitere Maßnahmen werden in Abhängigkeit von den Ergebnissen folgen. Einen Tag später ergeht von Mielke eine Information an den Minister des Innern. Ihr zufolge haben sich am 19. Oktober zwei Geschädigte bei der Polizei gemeldet, um Anzeige zu erstatten. Darauf hat sich die VP-Inspektion Mitte zunächst einmal bei der schnellen medizinischen Hilfe erkundigt, ob sie tatsächlich einen dieser Leute behandelt habe. Danach wurde der Geschädigte von der Staatssicherheit über den Vorfall befragt. Abgesehen von den polizeilichen Ermittlungen wird als Maßnahme lediglich genannt, dass mit dem Pfarrer der Zionsgemeinde ein Gespräch zu führen sei, in dem der Kirche Folgen solcher Pop-Veranstaltungen und die Verantwortung der Kirche dargelegt werden soll. Doch nicht alle Ermittlungsorgane scheinen informiert worden zu sein. Zunächst waren die Ausschreitungen der Skinheads am 17.10.1987 nicht bekannt, beklagt sich später der Generalstaatsanwalt der DDR. Erst auf ausdrückliche Rückfrage erfährt der Generalstaatsanwalt von Berlin am 21.10.1987, dass es Vorkommnisse an der Zionskirche gegeben hat, die operativ bearbeitet würden. Obwohl innerhalb der geheim operierenden Ministerien des Innern und der Staatssicherheit die rechten Erscheinungsgruppen bereits bekannt sind, gibt es vor dem Überfall auf die Zionskirche 1987 keine Beschäftigung mit dem rechten Potenzial in der DDR. Die Täter werden zu lächerlichen Haftstrafen verurteilt. Die meisten kommen mit einer Bewährungsstrafe davon. Damit ist die Sache abgeschlossen, der Vorfall unter den Teppich gekehrt. Das Hauptproblem war dabei, dass man die Führung darüber informierte, dass die Aktion Zionskirche aus dem Westen gesteuert sei. Das übliche Programm, weil die politisch-ideologische Diversion ja, also auch der Narzissmus ja aus dem Westen stamme, ja, weil die alle den Westfernsehen gucken, waren die alle Nazis, völlig klar. Bernd Wagner ist zum Zeitpunkt des Überfalls Oberstleutnant der Kriminalpolizei der DDR und später Kriminaloberrat im gemeinsamen Landeskriminalamt der neuen Bundesländer. 1988-89 wird Wagner Leiter des Referates VWSE und zeitweilig Leiter einer AG Skinhead in der Hauptabteilung Kriminalpolizei. Heute leitet er die Organisation Exit für Aussteiger aus der rechtsradikalen Szene und ist DDR-Rechtsextremismus-Experte. Was die DDR-Nazis ausgezeichnet hat in ihrem Sinne, ist, dass sie einen glühenden Hass gegen den Kommunismus hatten. Also die haben zwei Sachen in der DDR gesehen. Eigentlich eine passable Konstruktion, die eher verwandt war mit dem Nazireich, dem Alten, also von der gesellschaftlichen Aufbaustruktur her. Und auch bestimmte Mentalitätsbestände fanden die also gar nicht so schlecht. Aber das hätte durchgesiebt werden müssen, durchgewaschen, Kommunisten alle weg. Dann wäre das also eine gute Sache gewesen. Also eine Art dritter Weg. Also jenseits von dem westdeutschen Kapitalismus und weg vom roten System, weg vom Kommunismus, einen neuen nationalen Sozialismus zu schaffen, der dann sozusagen die positiven Eigenschaften der DDR ebenso wie die des alten Nazireiches dann vergesellschaftet und sozusagen zu einer neuen Blüte bringt. Das war so eine Richtung, die gerade in den Kerngruppen durchaus hohe Akzeptanz fand, ne? Die DDR-Regierung ignoriert diese Entwicklung. Für sie bleiben die Angreifer in der Zionskirche Raudis, die, so liest man in einem Strafverfolgungsersuchen des Generalstaatsanwaltes der DDR an seinen Kollegen in Berlin-West, von westlichen Skinheads inspiriert und zur Brutalität verleitet worden. In allen Formen der gegenwärtigen Klassenauseinandersetzungen versucht der Feind mit alten, aber auch neuen, weniger bekannten Mitteln und Methoden, ideologischer und anderer Einflussnahme, insbesondere auf Jugendliche, seine konterrevolutionären Ziele und Absichten zu verwirklichen.
Vom Gegner ergehen immer wieder Aufforderungen an die Jugendlichen der DDR zur unmittelbaren Verbindungsaufnahme zu seinen Einrichtungen im Ausland, wie zum Beispiel dem RIAS. Es ist notwendig, die operativen Möglichkeiten des gesamten Ministeriums auf die offensive Bekämpfung derjenigen subversiven Organisationen im Operationsgebiet zu konzentrieren, die in den letzten Jahren neu entstanden sind. Wir haben es hier mit einem Wiederaufleben von Praktiken des Kalten Krieges zu tun. Um den Kalten Krieg zu ihren Gunsten zu benutzen, scheut sich selbst der Professorenstab der staatssicherheitseigenen juristischen Hochschule Potsdam-Eiche in ihren Gutachten zu Promotionsarbeiten nicht, mit eindeutigen menschenverachtenden Begriffen des NS-Staates zu hantieren. So ist oft von Zurückdrängung feindlicher Handlungen zu lesen. Doch bereits im Protokoll der berüchtigten Wannsee-Konferenz vom 20.01.1942 ist von der Zurückdrängung feindlicher Kräfte, für Hitler damals die Juden, die Rede. Die verstärkten Anstrengungen in der Zurückdrängung feindlicher und negativer Handlungen Jugendlicher waren erfolgreich. Dennoch hat das Thema nichts an Aktualität verloren. Die gezielte Einschaltung von feindlichen Personen aus Einrichtungen der Kirche erfolgt zunehmend, um deren Potenzen und legale Positionen zur Inspirierung und Organisierung antisozialistischer Handlungen zu nutzen. Der Begriff gesellschaftswidriger Verhaltensweisen erfasst und widerspiegelt den Komplex der Merkmale und den Umfang der Dinge, Erscheinungen und so weiter, die unseren kommunistischen Erziehungszielen, die politisch-ideologische Grundlage des Staates, widersprechen. Der Schulunterricht allein ist nicht ausreichend, um höchstmögliche Wirkung zu erzielen. Staatsbürgerkunde und andere Fächer müssten größeren erzieherischen Gehalt haben. Der Jugendliche soll sich mit unserer Sache identifizieren und nicht nur Noten haschen, die für ein Studium erforderlich sind. Man hat ja auch immer zwei Meinungen. Also man hat ja immer eine Meinung für die Schule, was die Lehrer hören wollten, und eine Meinung zu Hause, was man sich mit den Kumpels unterhalten hat. Und so ist man aufgewachsen. Wir waren alle rechts, das war völlig normal. Bei uns gab es keinen Punk. Überhaupt der ganze Staat und das ganze System und wie das alles lief, hat uns völlig missfallen. Jeder hatte irgendwelche Bekannten, Verwandten, die in West-Berlin oder im Bundesgebiet gewohnt haben. Das war schon Hass genug, wie die gelebt haben und wie wir für doof verkauft wurden. Was uns in der Schule immer erzählt haben, jeder wird ausgebeutet in der BRD und soll ja auch so sein und bla bla bla. Und das sind halt die Bösen und wir waren die Juden. Da kann ich mich doch bloß totlachen drüber. Mein Vater arbeitete erst im Zentralkomitee der DDR. Angefangen mit seiner beruflichen Sache hat er im Außenhandel der DDR am Alexanderplatz. Dann war er auf der Parteihochschule. Irgendwie musste er da eine Parteihochschule machen und dann kam er ins Zentralkomitee der DDR. Ja, und zum Schluss war er im sogenannten IHZ, im Internationalen Handelszentrum am S-Bahnhof Friedestraße. Der hat seine Kohle gemacht, er ist im Westen gefahren, hat sich seine teuren Hemden, Schlüpper und weiß ich nicht was Anzüge mitgebracht. Der war immer im Wintershop einkaufen oder im Westen. Der hat nicht am Alexanderplatz unterm Ladentisch sich ein Hemd zurücklegen lassen müssen, so wie das normale Sterbliche mussten. Der uns allen bekannte Schalk Golokowski, da war sein direkter Vorgesetzter. Der hat einmal im Auto vor unserem Grundstück gesessen, wie sie mein Vater und ihn halt zur Messe nach Leipzig gefahren haben. Und einmal bin ich im Wohnzimmer an dem vorbeigelaufen, habe ich aber nicht gewusst, dass der das ist, als Kind. Jan, Sohn eines KOKO-Spitzenfunktionärs und Mitarbeiters im ZK der SED, ging aus Protest gegen den verleugnenden Umgang der DDR mit der eigenen NS-Vorvergangenheit in die rechte Szene. Bei den Spielen des BFC Dynamo, für die der Vater stets Eintrittskarten vorrätig hatte, fand er eine Reihe Gleichgesinnter, die der Lüge des Staates vom realen nazifreien Sozialismus in provozierender Weise Symbole des Dritten Reichs, wie den Hitlergruß, entgegensetzte. Gigor, Sohn eines führenden Funktionärs des DDR-Fernsehfunks, wurde durch Willkürbeispiele im beruflichen Umfeld des Vaters gegen den Staat radikalisiert. Auch Gigor fand im Umfeld der BFC-Dynamo-Fans Gleichgesinnte, die seine Wut auf den DDR-Staat teilten. Ich komme aus wohlbehüteten, privilegierten Hause. Vater war Chefredakteur beim DDR-Fernsehen. Das DDR-Fernsehen hat im Prinzip auch mit aufgebaut.
Nee, ist ja eigentlich so zunächst gar nicht zuzusagen. Aber ich hatte schon Vorteile davon, dass ich eben Kind eines DDR-Fernsehmitarbeiters war. Und das fing mit Fanlager an und hörte dann eben auch mit Reisen ins sozialistische Ausland. Dann irgendwie hörte das dann irgendwann 89 auf, aber das war schon okay. Mir ging's gut als Kind, sehr gut. Sicherlich gab es in der Schule mal Leute, die eben halt mal da ein bisschen auf Krawall gebürstet waren und diesen rechten Gedankengut auch in sich hatten. Aber es war für mich nicht irgendwie organisiert erkennbar oder dass sich Leute trafen, heimlich zu irgendwelchen Gesangesabenden oder sonst da, sondern es wurde eben halt wirklich strikt unter Verschluss gehalten. So empfand ich das. Hab das überhaupt nicht begriffen, in welche Richtung das jetzt, was das ist oder wie schlimm das sein kann oder wie schlimm auch nicht oder wie auch immer. Auf diesem sogenannten rechten Auge waren die blind, weil die das nicht erkannt haben, weil die gesagt haben, diese Jungs sind doch okay, die gehen arbeiten, die ziehen sich ordentlich an, ganz anders als die Punks. Sie sind diszipliniert, sie machen auch Sport und so, naja, und wenn sie sich kloppen, wir haben uns alle mal geprügelt und so weiter. Die wollten das nicht wahrhaben, es war für die völlig fremd, die Vorstellung, dass genau über diese Schiene auch die nationalsozialistische Ideologie kommt. Der zweite große Fehler bei denen war ja nicht nur, dass sie das nicht erkannt haben, sondern dass sie auch mal geglaubt haben, das Böse kommt alles aus dem Westen. Der Sozialismus ist gut, die Menschen sind gut, der Sozialismus hat eigentlich alles, was ein Mensch braucht und dann braucht es auch nicht mehr, dass der Mensch böse wird. Das war die Vorstellung, alles, was irgendwie die Böses bei den Menschen ist, was nicht ganz hundertprozentig passt, das kommt aus dem Westen. Also nicht nur die linken Utopien, sondern auch die Nazi-Ideologien. Das kommt eben aus dem Westen und wird importiert. Und dann haben die irgendwann 1987 eine Soziologin beauftragt, die Gruppen mal zu untersuchen. Loni Niederländer hieß sie. Und die hat dann zweifelsfrei festgestellt, das sind Gruppen, die reproduzieren sich selbst. Also die reproduzieren dieses gewaltverherrlichende nationalsozialistische Weltbild in sich selbst. Das ist authentisch Ost-DDR. Skinheads in der DDR. Neonazis oder Rowdies, heißt ein Beitrag in der Kontraste-Sendung vom 19. Juli 1988. In der Kontraste-Sendung sind die Stimmen der Skinheads mit technischen Mitteln verzerrt worden. Die Gesichter sind nicht zu erkennen. Die kicken einen an und dann sagen sie, ja, sieht sie an, das ist so einer, was in meiner Zeitung steht. Einer, der sich prügelt, der nur säuft. Und ich finde das nicht gut, dass das jetzt alles so hochgespielt ist. Seitdem man liest täglich, fast täglich in der Zeitung. Irgendwelche Rowdies und Skinhead-Rowdies. Und das ist eben, das wird jetzt alles hochgespielt, alles, was mit Rowdietum zu tun hat. Da haben irgendwelche Skins die Pfoten, Mank eben sozusagen. Und dass das eben alles vom Westen gesteuert ist. Dass es hier ja nicht, dass uns das ja nie in den Kopf gekommen wäre, wenn nicht irgendwelche westliche Leute uns darauf aufmerksam gemacht hätten. Nee, ist garantiert nicht vom Westen gesteuert. Die Jugend wächst unter komplizierten, widerspruchsvollen Bedingungen auf. Es wird darauf hingewiesen, dass die Jugendlichen im Freizeitbereich eigenverantwortlich überlassen sind. Der Begriff gesellschaftswidriger Verhaltensweisen erfasst und widerspiegelt den Komplex der Merkmale und den Umfang der Dinge, Erscheinungen, die unseren kommunistischen Erziehungszielen widersprechen. Das Zitat aus der Rede des Genossen Minister. Die Existenz negativ dekadenter Zusammenschlüsse mit Rowdyhaften und anderen Handlungen. Es gilt als eine gesicherte Erkenntnis, dass die von der Volkspolizei bzw. dem MFS in Vorbereitung der Sicherung politischer Höhepunkte und Großveranstaltungen durchgeführten Vorbeugungsgespräche, auch wenn sie noch so gut sind, in den seltensten Fällen Langzeitwirkungen erzielt werden. Wenn solche Gespräche in bestimmten Fällen auch immer wieder notwendig sind, um Jugendliche bei gegebenen Anlässen zu einem disziplinierten Verhalten zu ermahnen, sollte jedoch gesehen werden, dass der erzieherische Effekt gering ist, beziehungsweise dadurch sogar Oppositionshandlungen provoziert und verfestigt werden. Viele gerade von den Skinheads haben ja auch normale Berufe gehabt. Das waren ja keine Desperados. Die haben sich zwar so ein bisschen so gekleidet, aber ansonsten waren sie eigentlich ganz brave Arbeiter. Sie sind zur Arbeit gegangen, haben sich schick gekleidet. Und so gut haben halt Herr Hitler gerufen, aber ansonsten haben sie fast dem Ideal eines DDR-Bürgers entsprochen. Dieses Idealbild macht sich auch die Staatssicherheit zu eigen, indem sie reihenweise versucht, rechtsgesinnte Jugendliche für eine inoffizielle Mitarbeit zu rekrutieren. Dies geschieht allerdings nicht, wie landläufig angenommen, vor allem durch die Erpressung. Im Gegenteil legt das MFS Wert darauf, jeden IM auf der Basis der Überzeugung zu gewinnen. Dies gelingt auch bei der Mehrheit der rund 175.000 IM in der DDR. Es gibt natürlich auch die andere,
die R-Königsseite der Stasi. Ist ein Wunschkandidat unter keinen Umständen mit einer IM-Biografie einverstanden, wird das Druckmittel der Erpressung angewandt. Fruchtet dieses Vorgehen auch dann nicht, kann auf die Verweigerung ein OV, ein operativer Vorgang, oder eine OPK, eine operative Personenkontrolle zur Zersetzung der Persönlichkeit des Verweigerers, in Gang gesetzt werden. Bereits im Juli 1986 wurde gegen den Union-Fan S die OPK Gas eröffnet. Es ging um Vorbeugung und Verhinderung feindlicher Aktivitäten von Personen mit gewalttätigen Tendenzen und neofaschistischen Einstellungen. Am 11. April 1988 wurde resümiert, dass jener in der OPK bearbeitete Jugendliche einen starken Geltungsdrang habe, da er anscheinend keine andere Möglichkeit besitzt, innerhalb dieser Gruppe von rowdyhaften Fußballfans Anerkennung zu finden. So hatte er stolz erklärt, sich am 17. Oktober 1987 am Überfall auf die Zionskirche beteiligt zu haben, obwohl er nachweislich an diesem Abend mit den Borussen in Lichtenberg gefeiert hatte. Das eigentliche Interesse des MFS an S wird im Maßnahmeplan deutlich. Die weitere Bearbeitung der OPK Gas erfolgt unter der Prämisse, dass Übersiedlungsersuchen des S zur weiteren Profilierung des IMB Klaus im Operationsgebiet zu nutzen. Hierzu ist es notwendig, dass der IMB seinen persönlichen Kontakt zum S weiter festigt und vertieft. Es wird davon ausgegangen, dass S nach seiner Übersiedlung Kontakt zu Skinheads bzw. rechtsgerichteten Kreisen im Operationsgebiet aufnimmt und sich in dieser Szene etablieren will. Hier ging es also darum, im Westen einen IM, einen inoffiziellen Mitarbeiter der Staatssicherheit, zu platzieren. Man hat die ersten Prozesse vorbereitet, man hat innerhalb kürzester Zeit Dutzende IM interviewt in Berlin, gefragt, was wisst ihr darüber und so. Hat sich relativ schnell ein Bild machen können. Ein Ziel des MFS war auch, dass man noch weitere IMs gewinnt, wenn man eben bei dieser Initiative losgeht und die Leute befragt. Das haben sie nicht geschafft. Es ist nicht ein einziger IM dazugekommen in dieser ganzen Kampagne. Also die haben von vornherein den Prozess so vorbereitet, dass man eben sagt, wir machen hier schnell was gegen die Neonazis oder gegen Anschuldigungen. Auch wenn die antifaschistische DDR die Existenz rechtsextremistischer Strömungen und Gruppierungen vor allem in der Zeit nach dem Mauerbau tabuisiert, es gibt sie. Und gerade diese öffentliche Tabuisierung gibt rechtsextremen Einstellungen und Meinungen unter der Decke der Diktatur die nötigen Spielräume. Von 2400 zwischen 1963 und 1980 aufgedeckten Delikten der sogenannten staatsfeindlichen Hetze entfallen rund ein Drittel auf rechtsextreme Äußerungen. In der zweiten Hälfte der 1970er Jahre ergibt sich sogar ein Anteil von 43%. Es überwiegen zwar sogenannte Einzelaktionen, eine Reihe von Gruppen gelingt jedoch der Aufbau organisatorischer Strukturen. Die Formen, in denen sich Rechtsextremismus artikuliert, unterschieden sich kaum von denen in der Bundesrepublik. Verherrlichung des Nationalsozialismus, Verherrlichung Hitlers als Idol und Führer, Verwendung des Hitlergrußes, das Singen von Wehrmachts- und Naziliedern, antisemitische Äußerungen. Allein im ersten Halbjahr des Jahres 1978 werden mehr als 300 Jugendliche aktenkundig, die durch Hakenkreuzschmierereien und durch Sympathiebekundungen für Hitler auffällig geworden sind. Öffentlich bekannt gemacht wird davon nichts. Als sich Honecker 1989 verzweifelt gegen seinen Sturz wehrt, droht Erich Mielke unverhohlen damit, dunkle Punkte in Honeckers Vergangenheit zu enthüllen, falls dieser nicht zurücktrete. Die Erpressung der Nummer 1 im Staat hat Mielke von langer Hand vorbereitet. Schon kurz nach dem Machtantritt Honeckers im Jahre 1971 erteilt Mielke zwei Agenten aus der Stasi-Elite-Einheit Zentrale Auswertungs- und Informationsgruppe, ZAIG, den brisanten Auftrag. In der streng geheimen Operation sollen sie ein Dossier über Honeckers Vergangenheit im Dritten Reich anfertigen. Das 25-seitige Stasi-Dossier trägt den sperrigen Titel Prüfung der Materialien über die Verhaftung und Verurteilung von Angehörigen der illegalen Organisation des KJVD, des Kommunistischen Jugendverbandes Deutschland.
Honecker war 1937 als Aktivist des Kommunistischen Jugendverbandes Deutschland zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt worden. In seiner Autobiografie rühmt sich Honecker, weder durch die physischen und psychischen Torturen der Gestapo-Beamten noch in den zahlreichen Verhören durch faschistische Untersuchungsrichter war ich von meiner kommunistischen Weltanschauung abzubringen. Nach 4 Jahren Haft war Honecker offenbar bereit gewesen, seine Ideale zu verraten. Auf Honeckers Bitte reicht sein Vater im Oktober 1939 ein Gnadengesuch für ihn ein. Darin schwört er dem Kommunismus ab, heißt es im Stasi-Papier. Mielke weiß um die rechtsradikalen Tendenzen in seinem Land. Als Präsident des BFC kann er die Gesänge der Fans Wochenende für Wochenende erleben. Warum er nicht reagiert, bleibt fraglich. Als Präsident aller Dynamo-Sportvereine der DDR, die den bewaffneten Organen der DDR zugeordnet werden, sieht er sich womöglich zu einer kruden Fairness veranlasst. Gibt es doch rechte Sprechchöre nicht nur in Berlin, sondern in allen DDR-Fußballstadien. Erklärtes Ziel Mielkes ist es jedenfalls, seinen Club, den FC, zum DDR-Meister zu machen. Und das soll er auch bleiben. Wie er mit abtrünnigen Spielern, die nach einer Partie im Westen bleiben, abzurechnen pflegt, ist mit dem Fall Lutz Eigendorf bekannt. Es geht bis zum Auftragsmord. Und was die Oberliga der DDR betrifft, so kann der BFC gewiss sein, mit Mielke als Chef jährlich DDR-Meister zu werden. Und das bleibt so bis 1989. Bei den BFC-Dynamo-Spielen im Jahn-Sportpark gab der Fanblock stimmhaft alles. Gib Gas, wenn der FCU durch die Gaskammer rast, schmetterte es etwa Union entgegen. Mächtigster BFC-Fan war Stasi-Chef Erich Mielke. Oft war er der Adressat der Provokationen. Es ging ja so weit, dass der Mielke gereizt wurde. Man hat dann auch ein Schwein, das man bei einem Bauern in Neuenahn gekauft hatte, da auf dem Spielfeld platziert und hatte dann im Block SA-Lieder intoniert, ja, mit Hitlergrüßen und so weiter. Niemand hat es ordentlich gefilmt, niemand hat es ordentlich fotografiert. 200 Leute sind festgenommen worden, einer hat ein Geständnis abgelegt, einen Hitlergruß gemacht zu haben, die anderen haben alle geleugnet. Ne, weil schon vorher Parole war, Schnauze halten, Stasi-Bullen sind doof, kriegen das nie raus, stimmte auch. Niemand was rausgekriegt, niemand ist verfolgt worden. Ja, oder indem das Hakenholz 1989 im Spätherbst dann auf dem Marx-Engels-Forum zu stellen mit 200 Leuten, das muss man auch erstmal organisieren. Ein großer Moment, in so einem Fußballstadion gewesen zu sein und dort in der Masse staatsfeindliche Parolen zu brüllen. Ja. Das war jetzt vielleicht nicht für Sie vordergründig ein politischer Akt, aber es wurde als solches verstanden von den DDR-Sicherheitsorganen. Sie haben es als Staatsfeind betrachtet und jetzt könnte man natürlich diskutieren, ob der Staatsfeind gleich ein Oppositioneller für die Staatssicherheit war. Jedenfalls waren es für Sie Staatsfeinde und Sie haben auch diese ganzen Verfahren eröffnet unter der Rubrik, dass Sie es mit Staatsfeinden zu tun haben. Staatsfeindliche Hetze, der Paragraph Beleidigung und so weiter, auch Kontaktaufnahme mit westlichen Organen, also das fiel darunter. Insofern finde ich das schon gerechtfertigt, wenn man dann davon ausgeht, dass es auch sowas gewesen ist. Eine Opposition, keine organisierte, eine, die sich spontan zusammengefunden hat. Also das, was Ihnen unmittelbar in den Kopf rumging, Gängelungen, vielleicht der übliche DDR-Trott, der hat dann halt ab und zu mal, nicht immer, aber immer wieder Ausbruch gefunden. Auch teilweise sehr verspielt und durchaus auch kreativ, indem man dann eben so Dinge gerufen hat wie Erich Mielke in die Produktion oder gerade beim BFC, wer soll unser Führer sein, Erich Mielke, was ja eine eindeutige, knallharte Provokation gewesen ist. Führer, damit assoziiert der Deutsche den bösen Adolf. Und damit Mielke gleichzusetzen, also schlimmer ging es ja gar nicht. Fangesänge, da natürlich auch speziell gegen Erich Mielke gerichtet. Klar, weil das unser Präsident war damals, der große Stasi-Chef. Solche Sprüche wie, wer soll unser Führer sein, Erich Mielke? Wer führt uns in Russland ein, Erich Mielke? Wer ist Deutschlands fetzte Schwein, Helmut Kohl? Und solche Dämlichkeiten machte man da halt mit 18, 19, 20, keine Ahnung, was wir da waren. Ja, es war auch eigentlich egal, wer wo was spielte, weil der BFC musste halt Meister werden und gut war. Adolf Prokop war unser 12. Mann, das war allseits bekannt. Der hat eben beim Stand von 1-1 auch mal bis in die 97. Minute spielen lassen und hat dann in der 97. Minute Elfmeter für den BFC gepfiffen. Und dann hat es meistens geklappt gegen Dresden, Leipzig und sonstige Leute, wo die überall herkamen. Aber im Endeffekt ging es ja auch darum, der Mielke hat befohlen, war ja ein Befehl zu Ostzeiten, wer Schweizer Franken im Westen als Schiedsrichter verdienen darf.
Naja, ja, das war halt einfach so, dass er regelmäßig doch relativ eigenartige Entscheidungen gab. Man saß dann halt irgendwie am Samstag vom Fernsehen, schaute sich Sport aktuell an so, und sah diese Spielberichte und fluchte dann über irgendwelche Entscheidungen im Zusammenhang mit dem BFC. Sagte mein alter Herr schon häufiger mal, bist du für uns oder gegen uns? Und hin und wieder musste ich dann doch irgendwie so das Wohnzimmer verlassen. Steve, Diplomatenkind, verbringt seine Kindheit in DDR-Botschaften in verschiedenen Ländern. Als Jugendlicher in der DDR kennt er die rechte Szene, ohne ihr jemals anzugehören. Seine Kritik an der DDR aber richtet sich ebenso gegen die Staatsideologie, die versucht, Bemühungen um eine offene Debatte im Keim zu ersticken. Wer nicht für sie war, war gegen sie, wie gegen das immer stärker werdende Gefühl der Gängelung und des Eingesperrtseins. Bei den Spielen des BFC Dynamo erlebt er den Versuch der Befreiung durch Provokation. Also bin Jahrgang 64 und Anfang der 70er sind dann meine Eltern offiziell wieder ins Außenministerium gewechselt. Meine Mutter hat da als Presseattaché gearbeitet und mein Vater war Sicherheitsattaché. Unter anderem war ich mit meinen Eltern von 1971 bis 74, glaube ich, 3 Jahre in Neu-Delhi. Ich habe mit meinem Vater echt ein schwieriges Verhältnis gehabt. Also habe schon viel Stress, was allerdings anfangs nicht an so politischen Geschichten lag, sondern einfach daran, dass er einen extrem autoritären Erziehungsstil gepflegt hat. Ich glaube, auch wenn man irgendwie so in der Botschaftsschule war und so andere Diplomatenkinder und das hat dann schon geprägt. Und bei vielen Leuten beim BFC, rückwirkend würde ich sagen, war das halt eine Pose. Also ich habe einfach nichts Schlimmeres und keine größere Provokation in einem offiziell per Definition sozialistischen Staat, wo es auch in der Verfassung stand, als zu sagen, ich bin Nationalsozialist. Du bist halt nach Dresden gefahren in den 90ern, dann bin ich dann teilweise schon mit dem BFC gefahren und der halbe Zug sang also wirklich beinhart rechtsradikales Liedgut und dann kam man ins Stadion und dann brüllten die Sachsen Berlin, Berlin, Juden, Berlin und dann hissten die gleichen Leute, die vorher irgendwie Horst Wessellied gesungen hatten oder irgendwelche andere Zeug, hissten die Israel-Fahne im Block. Genau die gleichen Leute, weil dem war es scheißegal, Hauptsache Provokation. Titus ist der Sohn eines Vorzeige-MFS-Ehepaars und bezeichnet sich in seinen frühen Jahren ganz im Einflussfeld der Eltern als strammen Kommunisten. Diese Überzeugung sollte ausgerechnet während der Lehrausbildung beim MFS zum Kraftfahrzeugschlosser Risse bekommen. Vom MFS auch als Beobachter der BFC-Spiele mit anschließendem Bericht abgestellt, erlebt er einen Zusammenhalt von Fans aus völlig verschiedenen Gruppierungen. Die Abnabelung von den Eltern und damit auch vom Staat setzt ein. Mein Vater war Offizier beim MFS als Major und meine Mutter hat in der Verwaltung vom Magistrat gearbeitet, Gesundheits- und Sozialwesen. Beide in der Partei und stramm auf Linie, wie sich das gehört. Und das haben sie auch zumindest eine Zeit lang auf mich übertragen können. Also meine Jugend habe ich als strammer Kommunist verbracht. Ich wollte eigentlich mal was ganz anderes werden, aber hab mich breitschlagen lassen, wurde dann Kfz-Schlosser beim Ministerium für Staatssicherheit. Das hatte den Vorteil, dass ich beim BFC Dynamo gut an Karten ran konnte. Hab dann also manchmal auch dienstlich im Stadion gesessen. Das habe ich genutzt, um mal ein Bier reinzuschmuggeln. Von mir wird keiner einen Bericht finden über sich selber, außer meinen eigenen Bericht über mich. Ich stand ganz normal im Block mit meinen Kumpels. Meine Kumpels jedenfalls wussten, dass ich da arbeite. Und das war nie ein Problem, weil viele von meinen Freunden kam selber aus dem Staatssicherheitselternhaus. Also bei der Staatssicherheit zu tun zu haben, war in unseren Kreisen keine Schande. Die stärkste Provokation war mit Nazi-Parolen, die Staatsmacht herauszufordern. Deutlicher ging es nicht. Wenn man es in der Kneipe gemacht hat, dann saß immer ein Spion in der Ecke, der Zuträger gewesen ist, der schnell dafür gesorgt hat, dass die entsprechende Person sehr schnell aus dem Verkehr gezogen wurde, ganz zu schweigen bei Brigadefeiern oder sonstigen Festivitäten. Das war im Fußball deswegen möglich, weil gerade bei Spielen, die in der Dämmerung stattfanden oder auch im Dunkeln, ja, es gab zwar Flutlicht, aber das Flutlicht hat natürlich die Zuschauerränge nicht so bestreut, wie das zum Beispiel das Spielfeld bestreut wurde vom Licht. Das heißt, es war dann einfach möglich, so in Dunkelheit oder im Zwielicht aus der Anonymität heraus der Masse das zu brüllen. Man muss sich ja vorstellen, das Stadion vom BFC, damals der Herrensportpark, da sitzt auf der einen Seite der Minister mit seinem Hofstaat, zu dem ja mehr oder weniger auch mein Vater gehörte, der saß ja auch immer auf der Ehrentribüne. Ich habe als Kind ja auch in Hohenschönhausen auf der Ehrentribüne gesessen, aber das ist ja langweilig, das willst du zwischen den ganzen alten Säcken. Und und gegenüber vom Minister, da auf der Gegengerade, da waren die bösen Kinder, die missratenen Kinder. So, und das wurde immer nationalistischer. Ja, finde ich so, wenn die Unioner sagen, sie sind die großen Widerstandskämpfer gewesen, also die Mauer muss weg, wo habe ich zum ersten Mal beim BFC gehört.
Als nämlich dann irgendwie der Gegner macht eine Mauer und wir kriegen den Freistoß. Obwohl die Mauer wird weggerufen, aber hinter uns war ja die eigentliche Mauer. Erstaunlicherweise gab es ja nie zu einer Massenflucht im grenznahen Stadiongebiet des BFC Dynamo. Der BFC hat sehr viele seiner Heimspiele im Jahn-Sportpark ausgetragen, der nun direkt an der Mauer liegt, also Prenzlauer Berg, grenzt an den Wedding. Die Mauer hat man vom Stadion aus nicht gesehen, weil da noch die Stadionbegrenzung sich befand, die aber gleichzeitig die Hinterlandmauer gewesen ist oder als Hinterlandmauer benutzt wurde. Das heißt, es gab also mehrere Linien von Sicherheitskräften, die die Mauer geschützt haben. Was der normale Fan und DDR-Bürger nicht wusste, was sich aus nach Sichtung der Stasi-Akten ergab, war, dass bei bestimmten Spielen, zum Beispiel bei dem Europapokalspiel FC gegen Werder Bremen, sich sogar sämtliche Grenzaufklärer, die den Grenztruppen an der Berliner Mauer zur Verfügung standen, sich im Bereich hinter der Mauer, der es noch zu zwischen 1 und 8 Metern zur DDR gehörte, mit ihren Hunden versteckt hielten, weil das Gerücht umging, dass 1986 ein Grenzdurchbruch geplant wäre von Fans. Das heißt, an diesem Tag war die Mauer durch viele hunderte Grenztruppen, Grenzaufklärer, Freiwillige von FDJ, SED und sonstigen öffentlichen Organen, wurde die abgesichert und ist natürlich nichts passiert, aber da hat man riesig Angst gehabt vor einer so einer Sache, die letztlich aber nie stattfand. Leider. Und beim BFC waren Punks und Glatzen, beides. Und dann hat sich das so rausgepegelt, dass also die eher Rechtsorientierten zur Glatze neigten und die sich als links, aber gegen SED verstanden, dann eben so eher als Punk durch die Gegend sprangen. Wie die Polizei darauf reagiert hat, das habe ich mal mitbekommen, aus Versehen sozusagen, mit einem Freund zusammen, der auch Punk war, linksradikal. Vater war übrigens einer der Chefs vom Grenzübergang Friedrichstraße, Hauptabteilung 6, das waren die Staatssicherheitsleute, die aber in Grenzeruniform dort standen, die Passangelegenheiten gemacht haben. Der war ein Stalinist vor dem Herrn, also übelst. Ja, dagegen war mein Vater ja geradezu basisdemokratisch. Mit dem wollte ich auf den Weihnachtsmarkt und dann waren wir auf immer umringt von 20 gelangweilten Polizisten, die dann anfingen, auf uns dann auch einzuhauen. Wir wussten gar nicht, wie uns geschieht. Ich kriegte dann mit, das war deshalb, weil er ein Punk war. Ne? So, und dann haben sie uns dann in diese Polizeibaracken, die am Rande des Weihnachtsmarktes immer waren, gesteckt, in einen Nachbarraum und mich in den Innenraum. Und dann mussten wir den Adler machen und wurden dann getreten und gehauen. Und da war das erste Mal, dass ich außerhalb von einer normalen Fußballrangelei mit einem Gummiknüppel Bekanntschaft gemacht habe. Mit Beginn der 80er Jahre entwickelt sich, von Großbritannien und der Bundesrepublik rüberschwappend, auch in der DDR eine Skinhead-Bewegung. Eindeutiger als im Westen ist in der DDR der Punk der Motor der Skinhead-Bewegung. Beide Jugendströmungen begreifen sich als Avantgarde-Bewegungen mit einem kulturellen und sozialen Sendungsbewusstsein. Beiden ist der DDR-Staat verhasst und die SED gilt ihnen als versteinerte und verlogene Partei. Im alltagskulturellen Selbstverständnis unterscheiden sich die beiden Gruppen diametral. Die eine lehnt weiterhin die spießige Normalität und die Arbeitsdisziplin ab, die andere hingegen bezieht sich positiv auf die sogenannten Sekundärtugenden. Etwa Mitte der 80er Jahre lösten die Skins die Punks als dominierende Jugendkultur in vielen Regionen und Städten der DDR ab. Der Rechtsextremismus war nicht, wie stets behauptet, nur ein Import aus der BRD. Es gab bereits früh eine große rechte Bewegung in der DDR. Der Skinhead-Überfall aus dem Jahre 1987 ist kein Einzelfall. Tatsächlich hat das Ministerium für Staatssicherheit, MFS, schon seit vielen Jahren Meldungen über rechtsextreme Straftaten wie Hakenkreuzschmierereien und Schändungen jüdischer Friedhöfe registriert. Zwischen 1965 und 1980 erfasst das MFS insgesamt rund 2300 Vergehen mit faschistischem und antisozialistischem Hintergrund. Die Dunkelziffer dürfte jedoch weit höher liegen. Spätestens gegen Ende der 80er Jahre ist auch in der DDR vielen Fachleuten klar, dass die ideologische These von den Fremdeinflüssen nicht mehr zu halten ist. So kommt eine Arbeitsgruppe des Innenministeriums zu dem Schluss, dass die Ursache für die neofaschistischen Umtriebe in den gesellschaftlichen Problemen unseres Landes liegen. Auf dem Wege direkter Übernahme aus dem Dritten Reich sind nationalsozialistische Redensarten und Witze auch in die Sprache der DDR-Soldaten gelangt. Sie lassen sich bis in die 1980er Jahre hinein nachweisen. Von isolierten Gruppen werden Feiern zu Hitlers Geburtstag organisiert, auf denen Nazi-Lieder gegrölt und nationalsozialistische Symbole verherrlicht werden. Ja, da gab es denn so Sprüche. Also ich war jetzt nicht bei der NVA, ich habe ja Grundausbildung beim Ministerium gemacht.
Und das war ja aber, was das Militärische betrifft, identisch mit dem von der NVA. Und da hat man natürlich auch mal Faxen gemacht. Die hatten so eine Chromlederstiefel, wenn die richtig poliert waren, da fing das schon an, das glänzt wie ein Judenei. Das ist offensichtlich so ein Spruch, der ist direkt von der Wehrmacht in die NVA marschiert, ja. Irgendwie so. Und dann gab es diese extrem hässlichen preußischen Reiterhosen, diese Stiefelhosen, die so komisch diese Ausbeulung haben. Ich habe während meinem Lebtag bei der Staatssicherheit kein Pferd gesehen, aber diese Stiefelhosen hatten wir. Und dann wurde denn damit posiert und die Mützen wurden nass gemacht, eingerollt, in Stiefel gesteckt über Nacht, damit die sich so hochbiegen und nicht aussehen wie ein Russenteller, sondern wie eine Wehrmachtsmütze. So, und die Uniform war ja praktisch eine weiterentwickelte Wehrmachtsuniform. Und dann wurde dann manchmal so in der Freizeit da rumgestiefelt und mal ein Foto gemacht, ne, oder so. Naja, Führergruß, ne. So, aber natürlich durften die Vorgesetzten das nicht sehen. Beim Nachregiment Felix Dzerzhinsky gab es da Vorfälle, auch mit Führergruß und Kameradschaftsabend. Und ich hatte dann ja auch in meiner Eigenschaft als Kriminalpolizist Vorgesetzte, die mir dann unverhohlen, ab 1988, als ich mich mit dem Thema beschäftigt hatte, 87, 88, mitgeteilt haben, dass die Juden das Unglück des Kommunismus sind und man hätte die alle ausrotten müssen. Und das Ergebnis, man sehe Gregor Gysi, wäre natürlich diese ganze Judenbagage innerhalb der SED. Und das sei also sozusagen völlig daneben. Man hätte am Stalinismus festhalten müssen, kriegte ich denn zu hören, von ausgewachsenen 60-jährigen Oberst und von anderen ebenfalls. Da habe ich denn die Welt nicht mehr verstanden. Erste sichtbare antijüdische Aktivitäten in der SED begannen im Jahr 1952-53, als die Sowjetunion und andere osteuropäische Staaten das entsprechende Signal gaben. Stichwort Slansky-Prozess. Dieser Schauprozess gegen den tschechischen KP-Generalsekretär und 13 weitere angebliche zionistische Verschwörer endete im November 1952 mit 11 Todesurteilen. Eine finanzielle Entschädigung an Israel wurde unter anderem mit dem zynischen Hinweis verweigert, mit der Ausrottung des Faschismus auf DDR-Staatsgebiet sei die größtmögliche Wiedergutmachung geleistet worden. Ulbricht hatte die Sache auf den Punkt gebracht, als er sich noch vor der Gründung der DDR zur Entschädigung äußerte. »Kommt gar nicht in Frage. Wir bauen hier unseren Staat, und da die Opfer des Faschismus die entscheidenden Träger dieses Staates sind, wäre es doch lächerlich, wenn sie sich selbst eine Wiedergutmachung zahlen wollten. Und die Juden? Nun, wir waren immer gegen den jüdischen Kapitalismus, genauso wie gegen den nichtjüdischen. Und wenn sie Hitler nicht enteignet hätte, so hätten wir es mit der Machtergreifung getan.« Als die Brandenburgische Landeshochschule Potsdam 1990 die ehemalige juristische Hochschule des MFS übernimmt, finden sich an den Wänden der kasernenähnlichen Gebäude die typischen, bei allen Wehrdienstleistenden üblichen EK-Symbole, die von den Vorgesetzten stets als EK-Schmierereien abgetan wurden. Nicht einmal hier war es zu verhindern, dass sich die E-Bewegung ausbreitete und die EKs ihre Zeichen deutlich sichtbar anbrachten. Auch an den Kacheln der Außenwand und am Turm der Potsdamer Heilandskirche von Sacro, die jahrzehntelang ein Schattendasein geführt hatte, finden sich nach dem Ende der DDR Inschriften aus den unterschiedlichsten Zeiten. Besonders zahlreich sind die Inschriften von ehemaligen Angehörigen der deutschen Grenzpolizei und der Grenztruppen der DDR. EKs der unterschiedlichsten Jahrgänge hatten hier ihre Zeichen hinterlassen. Es sind Inschriften wie: Wir standen hier so manche Nacht und keiner hat an uns gedacht. Gefreiter Horst Kurt Überfuhr, Kamenz, Sachsen, Bezirk Dresden, 15.01.58. Und: Dies ist mein Spandau. Wolfgang Kolbe, 22.09.62. Und: Sacro, das Grab unserer Jugend. Und: Adolf Hitler, 13.04.64. Entscheidend war natürlich auch, dass der Dritte Reich totgeschwiegen wurde in der DDR. Und alles, was totgeschwiegen wird, erkundigen sich die Leute sowieso achtfach, was da eigentlich los war. Weil in der Schulausbildung oder beziehungsweise im Unterricht ist das nicht aufgetaucht. Da gab es nur Russen. Ja, diese rote Grütze konnte man nicht mehr ertragen. Das hast du jeden Tag gehört. Ich glaube, auch daraus ist das entstanden, dieser wahnsinnige Druck ist das falsche Wort, aber dieser wahnsinnige Wille nach Wissen, nach diesem System damals und wie sich das alles zusammengesetzt hat und keine Ahnung. November 1987, Oranienburg bei Berlin. Hier, am Ort des ehemaligen Konzentrationslagers Sachsenhausen,
wird eine Gruppe junger Faschisten festgenommen. Monatelang haben sie in Zügen, in Gaststätten, auf offener Straße Menschen überfallen und terrorisiert und dabei keinen Hehl aus ihrer Gesinnung gemacht. Bei den Verhafteten findet die Polizei faschistische Abzeichen und die Hakenkreuzfahne. Dezember 1987, Berlin-Mitte. Vor dem Stadtbezirksgericht wird gegen 4 Männer verhandelt, der jüngste 17, der älteste 23 Jahre alt. Sie waren mit anderen Rechtsradikalen in die Zionskirche eingedrungen, um die roten Punks aufzumischen, aufzuklatschen, aufzurauchen. Sieg Heil und Juden raus aus deutschen Kirchen brüllend, haben sie feige und brutal junge Frauen und Männer zusammengeschlagen. Januar 1988, Berlin. Erneut stehen 8 faschistische Gewalttäter vor Gericht. Dieses Mal wird der Angriff auf die Konzertbesucher in der Zionskirche verhandelt. In ihrem Kommentar vom 12. und 13. Dezember 1987 stellt die junge Welt die Neonazischläger und die politische Opposition kurzerhand auf eine Stufe. Damit hat sich das brisante Thema für die staatlichen Medien erledigt. Wie erwähnt, kommentiert die Berliner Wochenpost den Vorgang mit dem vorsichtigen Hinweis auf das Versagen der vielgepriesenen antifaschistischen Erziehung in der DDR. Die 5 Jugendlichen wuchsen bei uns auf, in unserem Land, in dem das Andenken an die millionenfachen jüdischen und anderen Opfer der narzisstischen Barbarei und das Vermächtnis dieser Toten in Ehren gehalten werden. In dem, davon sind wir doch überzeugt, die Wurzeln des faschistischen Ungeistes gerodet werden. Lediglich Kirchenzeitungen und Untergrundblätter der DDR-Opposition berichten weiter regelmäßig über Übergriffe von Skins und Hooligans sowie über antisemitische Vorkommnisse. Sie wurde zumindest nicht in den Medien thematisiert. Das ist 87 passiert, nachdem es zu ersten Vorteilen gekommen war und die also mit wirklich lächerlichen Haftstrafen oder glaube ich sogar teilweise Bewährungsstrafen weggekommen sind, die Haupttäter. Dann gab es einen riesigen Aufschrei auch in der westlichen Medienlandschaft. Und da 1987 ja in Ostberlin also wirklich jeder über ein Radio oder auch über ein Fernsehgerät verfügte, hat sich das unglaublich schnell im Osten rumgesprochen, was da passiert ist. Da hat dann Egon Krenz, Erich Honecker, einen Vorschlag vorgelegt. Er hat gesagt, der Staatsanwalt wird jetzt Revision einlegen, er wird dagegen protestieren. Ich habe mich mit ihm nochmal unterhalten, das ist alles rechtlich und so, kannst du das abnicken? Und er hat gesagt, ja, ja, macht mal, also so das übliche Einverstanden EH. Und dann wurde eben eine andere Parole ausgegeben, dann ging es eben wirklich gegen neonazistische Tendenzen. Und dann hat man die eben nochmal verurteilt, in der zweiten Instanz zu härteren Strafen verurteilt. Es gab dann auch Bürgerbegehren, unter anderem von Daniela Dahn und diversen anderen Leuten, die dann quasi den Generalstaatsanwalt der DDR angegangen sind und von ihm gefordert haben, dass da eine Revision eingelegt wird, was dann auch passierte. Aber erst auf Druck der DDR-Öffentlichkeit und westlicher Medien, gut, aber das zählt nicht, ist das dann zum wirklichen Gerichtsverfahren gekommen. Umweltblätter. Ausgabe vom 20. Januar 1988. Der zweiten Instanz war ein Protest der Staatsanwaltschaft gegen das Urteil des Stadtbezirksgerichts Mitte vorausgegangen, demzufolge die zu milden Strafen aufgehoben wurden. Die Rechtsanwälte Puwalla und Kosek verwiesen auf eine Besonderheit. Der Protest der Staatsanwaltschaft richtete sich zugleich gegen Strafanträge der Staatsanwaltschaft. Staatsanwalt Böse konnte jedoch zahlreiche Proteste aus der Bevölkerung anführen und erklärte, dass es in der DDR keinerlei Nachsicht für diese Straftaten gibt. Die Ausschreitungen vor und an der Zionskirche wären zwar aus dem Westen beeinflusst, aber dies ist hier kein strafmildernder Grund. Im Urteil der zweiten Instanz sind im Wesentlichen keine neuen Tatbestände herangezogen worden. Richter Ziegler bewertete die bereits in erster Instanz aufgenommenen Tatbestände jedoch in 2 Fällen als Verbrechen. Die besondere Schwere der Überfälle charakterisierte der Richter als völlig neue Form der Kriminalität in der Hauptstadt. Nur sehr langsam kommt Klarheit in die Finsternis dieses dunklen Abends vom 17. Oktober 1987. Sven Regener will nichts dramatisieren und gibt dazu nach dem Konzert bewusst keine Interviews. Auch die Korrespondenten der Medien in der Bundesrepublik haben Mühe, den Dingen auf den Grund zu gehen.
Egon Krenz, ZK-Chef für Sicherheitsfragen, schlägt Honecker vor, das Urteil zu kassieren und zu verschärfen. Es kommt zu einem erneuten Prozess und ein zweites Urteil ergeht. Die Rädelsführer werden zu 4,5 Jahren Haft verurteilt. Man will Ruhe im Land. Aber es gibt keine Ruhe. Die Wachenleute kennen den unterschwelligen und auch alltäglichen Rechtsradikalismus in der DDR. Dieser faschistoide Trend soll nun nicht mehr totgeschwiegen werden. Ein Jahr nach dem Überfall auf die Besucher der Zionskirche wendet sich im Deutschlandfunk der Schriftsteller Rolf Schneider an die Hörer. Ich will anheben mit der Feststellung, dass Faschismus nicht nur ein soziales, sondern auch ein psychisches Phänomen ist. Zumal der deutsche Faschismus operiert mit einigen Eigenheiten, die sich der speziellen Geschichte unserer Nation verdanken und hernach gleichsam zum massenpsychologischen Erbgut wurden. Die Liquidierung aller materiellen Ursachen der Hitlerei auf dem Territorium der späteren DDR war eine außerordentliche historische Tat. Die pädagogischen Bemühungen in der eben gleichen Richtung sind notorisch. Ausreichend, wie sich nun erweist, waren sie nicht. Bei den Besuchen eines der zur Gedenkstätte hergerichteten ehemaligen Konzentrationslager, die jedes DDR-Kind in seinem schulischen Leben wenigstens einmal absolvieren muss, und das ist gut so, häuften sich, je jünger die Jahrgänge wurden, Haltungen von Unverstand und unangemessener Heiterkeit. Informationsfilme über Nazi-Gräuel wurden als kinematografischer Horror förmlich genossen. Dies alles wurde von den begleitenden Erwachsenen eher verdrängt als vermerkt. Ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals zum grundsätzlich erörterten pädagogischen Problem geworden wäre. Als vor 11 Jahren der Liedersänger Wolf Biermann aus der DDR ausgebürgert wurde, taten sich 12 DDR-Autoren zusammen, um einen Protest zu verfassen. Einige von ihnen waren jüdischer Abkunft, andere trugen Namen, die sich als jüdisch qualifizieren ließen, worauf im Ordnungsapparat alsbald der Verdacht aufkam und auch geäußert wurde, dies sei eine jüdische Verschwörung wider die DDR. Meine Kollegin Sarah Kirsch fand damals an ihrem Briefkasten antisemitische Sudeleien. Es wurde dies einer ihrer Anlässe, endgültig die DDR zu verlassen. Ich selber sah eines Mittags sämtliche Gehwegplatten vor meiner Gartentür mit Hakenkreuzen beschmiert. Ich alarmierte die Polizei. Man ersuchte mich, die Sache mit einem feuchten Lappen zu entfernen. Eine weitere Reaktion gab es nicht. Das Faschismusbild der DDR-Geschichtsbücher vermag die Heranwachsenden offenbar nur noch ungenügend zu erreichen. Die ausführliche paramilitärische Ausbildung im Jugendalter, vom Wehrkundeunterricht der allgemeinbildenden Schulen bis zu Geländespielen der staatlichen Jugendverbände. Immer wieder ist davor gewarnt worden, von den Kirchen, auch von nichtchristlichen Pazifisten, kultivieren zwangsläufig Tugenden wie körperliche Härte, unbedingten Gehorsam, Kampfgeist, Unduldsamkeit, Überlegenheitswillen. Sie tun es bei Altersstufen, denen ein abwägendes geschichtliches Bewusstsein nicht zur Verfügung steht. Mit den durchgeführten Prozessen sind die Verantwortlichen hoffentlich erwacht. Neofaschismus auf deutschem Boden ist kein Betriebsunfall, sondern eine öffentliche Schande. Hass auf Heimat. Die rechte Opposition der DDR. Feature von Axel Reitl. Redaktion Katrin Ähnlich. Es sprachen Conny Wolter und Roland Hemmo. Die Originaltöne mit Sven Regener stammen aus einem RBB-Interview, das Marion Brasch führte. Der Originalton Ronny Busse aus einem Prozessmitschnitt des Ministeriums für Staatssicherheit. Schnitt Hans-Peter Runert. Ton André Lühr. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Ingo Kolbo. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2011.